Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich dachte mir, ich mache jetzt Part 2 daraus. Wenn ihr das letzte Video geschaut habt, das war so der Zwischenstand. Heute ist nämlich der richtige Umzug. Es ist zwar schon einiges fertig, das zeige ich euch gleich und ich muss euch auch noch eine Story erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und würde sagen, let's go. Ich kam nicht drauf klar, dass mir das passiert ist, aber ich zeige euch jetzt erstmal kurz. Also, das ist mein Sofa. Das haben wir gestern noch aufgebaut von Ikea. Ich finde das richtig schön. Ja, und dann habe ich halt diese Hemmnis-Kommode und dann noch diese Lampe von Ikea. Das ist so gerade der Stand. Da kommt jetzt heute noch mein Fernseher hin. Ja, und hier kommt mein Bett hin. Okay, und was mir gerade passiert ist. Also ich habe ein Paket bekommen. Das ist mein Küchenregal. Es hat geklingelt an der Tür. Ich gehe in den Hausflur, um dem Mann zu sagen, hier bin ich. Also der muss nach oben gehen. Und in dem Moment fällt mir einfach meine Tür zu. Und ich habe keinen Ersatzschlüssel, ich hatte kein Handy mit, ich hatte keine Schuhe an. Ich bin wirklich alle Szenarien schon durchgegangen, was ich jetzt mache. Und dann habe ich erstmal kurz mit dem Paketboten, dem habe ich das dann so, der hat das ja auch mitbekommen. Dann hat er mir erstmal sein Handy angeboten, damit ich jemanden anrufe. Aber ich kann keine außer meine eigene Nummer auswendig. Ist schon mal der erste Fehler. Ich muss unbedingt irgendeine Nummer auswendig lernen von meiner Mama oder so. Und ja, dann dachte ich mir so, ich kann jetzt auch einfach sterben, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hatte nicht mal Schuhe an, ich hätte jetzt nicht nach Hause laufen können. Und bis ich nach Hause gelaufen bin, das dauert über eine Stunde oder nicht noch länger. Da bin ich auf die Idee gekommen, dass ich über den Balkon meines Nachbars auf meinen kletter und meine Balkontür war offen. Ich bin so schlau gewesen, dass ich die offen gelassen habe. Ja, dann war das unser Kennenlernen. Also ich bin über seinen Balkon auf meinen gestiegen und bin wieder reingekommen. Wirklich, gerade mein Herz, mein Puls lag, glaube ich, bei 200. Ich komme wirklich nicht darauf klar. Jetzt fahre ich auf jeden Fall kurz in so einen Paketshop, weil ich da meine WLAN-Box abholen muss, weil die gestern versucht haben zu liefern, aber ich war nicht da. Und dann fahre ich zu meinem alten Zuhause und werde dann mit dem Umzug anfangen. Dann wird das hier alles heute ein bisschen mehr fertig gemacht und ja. Viel Spaß noch beim Video weiterhin. Ich war heute das erste Mal so richtig einkaufen und es ist super schwer. Ich kann nicht mehr. Oh. So, jetzt könnt ihr alles sehen. Okay, ich muss jetzt schnell meine gekühlten Sachen wegtun. Okay, also das haben wir Creme Vega. Ich habe gerade gesehen, das ist mit Gartenkräuter, das wusste ich gar nicht. Dann haben wir einmal einen veganen Käse, veganes Hack und Light Döner. Ich liebe die Light Matt Produkte. Dann haben wir einen veganen Skier und dieses Salatdressing, weil ich habe voll Bock auf Salat heute. Und ein Hummus Tahini. Das ist so ein geiler Hummus. Ich liebe den. Dann haben wir hier nochmal drei Protein-Puddings von Alpro. Zweimal Vanille und einmal Schoko. Ach, und dann noch eine Wurst. Hab ich vergessen. Okay, und den Rest zeige ich euch jetzt einfach so. Das dauert mir sonst zu lange. An Konserven habe ich einmal gehackte Tomaten, weil ich mache mir heute Spaghetti Bolognese. Dann einmal Linsen aus der Dose. Kidneybohnen, dann so ein Linseneintopf, wollte ich einfach mal ausprobieren, wenn ich mal keine Zeit habe oder so. Fand ich irgendwie ganz ansprechend. Dann ein Pesto Rosso. Und ich habe in letzter Zeit so Bock auf Gurken, da habe ich mir einmal Gurkenhappen mitgenommen. Und dann noch Brotzeitgurken. Boah, ich habe richtig Bock drauf. Dann haben wir einmal einen Reis. Eigentlich koche ich Reis immer selber, aber irgendwie so, wenn es mal schnell gehen muss. Dann noch einmal Bolognese halt für heute. Mache ich leider nicht selber, I'm sorry. Dann einmal Sojacreme zum Kochen. Dann habe ich hier noch dieses Halbproteinbrot. Das hatte ich auch schon mal, finde ich ganz cool. Und das ist auch mega lange haltbar. Also es ist halt so ein abgepacktes. Dann von More Nutrition musste ein neues Proteinpulver mit. Mein anderes da oben ist einfach leer. Dann noch ein Chunky Flavor. Auch Cinnalicious, beides Cinnalicious. Ich liebe die Sorte. Und nochmal hier diese Soße. Die hatte ich auch schon zwei, drei Mal, finde ich.
Nice. Dann haben wir hier noch Getränke. Ich habe einfach eine Wasserflasche, eine Cola Zero und einmal White Peach, weil das trinke ich mit Lillet wahrscheinlich zusammen. Also ich habe noch so ein Fake Lillet-Ding hier und noch so ein bisschen, was ist ein bisschen eigentlich, eine halbe Flasche oder so. Wildberry, aber ich finde halt das mit Peach auch richtig lecker. Dann haben wir hier noch einmal Süßigkeiten, einmal diese Dinos und diese Gurken. Ich habe so Bock auf so Weingummi, keine Ahnung, und dann noch den Proteinriegel, der ist auch sehr, sehr lecker. Okay, und hier wird es jetzt ein bisschen gesünder. Wir haben einmal Bananen, dann drei Zitronen, zwei, was mache ich mit meinem Fuß? Zwei Kiwis, Paprika, Salat, Gurke und Tomaten. Und dann noch so ein bisschen Haushaltsstuff, und zwar einmal Alufolie und einmal Backpapier, weil ich habe kein Backpapier und ich wollte gestern Pizza essen. Dann noch einmal für die Toilette und Müllbeutel. Ich glaube, das war's. Ja, das war mein Einkauf. Das werde ich jetzt alles verräumen und dann muss ich noch arbeiten. Um 3. Nice. Wir haben jetzt heute Montag. Ich bin Samstag offiziell umgezogen und Freitag habe ich auch schon hier geschlafen. Ich fühle mich richtig wohl. Ich merke einfach so, dass es die richtige Entscheidung war. Und ich habe gerade einfach was von meiner Tür entdeckt, von meinen Nachbarn. Und es ist so süß. Ich muss euch das jetzt zeigen. Also, ich habe hier so eine Tüte bekommen mit einem Sekt. Okay, Fokus ist gerade nicht da. So eine Creme. Dann voll die süße Karte. Ich komme wirklich nicht klar. Dann noch diese Pflanze. Ich finde es süß. Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ich habe mich richtig gefreut. Ich kann irgendwie einfach nicht glauben, dass es jetzt wirklich einfach meine Wohnung ist und dass das jetzt alles halt so süß ist. Ich bin einfach so glücklich und keine Ahnung, daran erkenne ich einfach mal wieder so, dass man manchmal einfach warten muss und dass dann auch gute Sachen passieren, dass man manchmal einfach Geduld haben muss. Ich werde euch auf jeden Fall noch in Zukunft die Wohnung genauer zeigen und auch, wie ich das jetzt so eingerichtet habe. Aber erstmal muss ich noch so ein paar Kleinigkeiten machen. Das ist halt wirklich noch nicht perfekt. Aber ihr seht ja immer mal wieder dann was. Oder auch wenn ich mir mal neue Sachen kaufe, zeige ich euch die. Ich werde jetzt gleich erstmal mich an das Video hier setzen und schneiden. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe so vermisst, Videos zu schneiden. Habe ich halt in den letzten Wochen gar nicht gemacht, weil ich auch einfach nichts zu zeigen hatte. Und jetzt so, ich bin einfach ausgezogen. Es ist so surreal irgendwie. Und ich merke einfach wieder, dass ich so voll erwachsen werde. Und das ist alles so weird, aber es ist einfach auch schön. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht morgen noch ein bisschen filme. Bestimmt. Ja, aber jetzt gleich, wie gesagt, gehe ich ins Bett, gucke ein bisschen Netflix, schneide mein Video und dann gehe ich schlafen. Ja. Guten Morgen. Ich finde, ich sehe gerade so verschlafen aus. Ich hätte auch echt noch weiter schlafen können. Aber ich muss in 10 Minuten auch schon los, weil ich meinen Opa ins Krankenhaus fahren muss. Also es sind Routineuntersuchungen. Aber trotzdem, ich habe echt keine Lust. Also keine Lust, jetzt gleich loszufahren. Ich mache das natürlich gerne. Ich habe mir jetzt gestern hier diesen Streuer gekauft. Das war nicht so effizient. Ja, und ich muss jetzt halt das letzte Mal hier diesen Pulverkaffee trinken, weil heute meine Kaffeemaschine ankommt. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht zu Hause sein. Das ist total blöd. Na, jetzt esse ich hier meine Brote. Lecker. Und gleich fahre ich dann los. So, ich habe meinen Opa weggebracht. Ich war jetzt auch noch in der Stadt, weil ich eigentlich echt viel so noch kaufen wollte. Aber ich habe einfach nichts davon gefunden. Sehr enttäuschend, aber jetzt fahre ich zu meinem Papa, dann ziehe ich mich um und dann gehe ich ins Gym. Ja, dann habe ich um 12.30 Uhr noch einen Termin. Muss schon wieder dann losfahren. Gar keine Lust, aber ja, so ist das, ne? Jetzt fahre ich auf jeden Fall erstmal. Meine Kaffeemaschine. Nein, die ist nicht heute angekommen, die ist eigentlich gestern angekommen, aber ich habe sie heute abgeholt aus dem Paketshop und ich habe mir direkt noch Kaffeebohnen gekauft, weil ich natürlich jetzt gleich direkt einen Kaffee trinken möchte und ich öffne die jetzt mal. Okay, dann war
Scheiße. So, da ist er. Ich werde jetzt einmal fertig machen und dann trinken wir mal unseren ersten Kaffee. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das was wird. Sehr cool. Ich ignoriere einfach, wie ich aussehe. Ich war beim Sport, aber ich wollte nur sagen, kein Pad oder Pulver der Welt kommt einfach an Bohnenkaffee ran. So richtig frisch gemahlen. Es ist so gut. Ich bin auch so froh, dass ich jetzt meine Kaffeemaschine habe, weil ich habe es echt vermisst. Einfach richtig lecker. So, wir haben jetzt schon nachmittags. Ich habe irgendwie heute einen Tag, an dem ich mich überhaupt nicht fühle. Deswegen hilft da mir die Sonnenbrille. Ich wollte mir jetzt noch eben eine Backschüssel kaufen gehen, weil ich habe voll Bock auf Bananenbrot und keine Backschüssel und ich habe auch keine große Schüssel. Alles würde auf jeden Fall schief gehen, deswegen gehen wir uns jetzt noch eine Backschüssel kaufen. Ich glaube, ich laufe einfach dahin. Ich brauche dann aber eine halbe Stunde. Aber egal, ich mache das jetzt einfach. Ich wollte nämlich mal mehr zu Fuß machen und das ist ja noch im Rahmen, deswegen werde ich jetzt laufen. Es ist ja so übertrieben warm in meinem Auto. Es ist richtig eklig gerade. Ja, ich dachte mir, ich filme halt mal wieder. Heute wird aber auch der letzte Tag dieses Vlogs sein, weil der ist sowieso schon so chaotisch mal wieder. Ich komme gar nicht drauf klar, wie komisch ich gerade vlogge. Aber ja, heute dachte ich mir so, komm, nimmst du die lieben Leute nochmal mit? Ich habe mich jetzt endlich mal aus dem Haus begeben. Wir haben jetzt schon kurz nach 12. Kirche, die teilt euch das auch mit. Ja, und ich wollte jetzt mal eben einkaufen gehen und vielleicht zu Action. Das ist irgendwie gerade so mein Go-To-Laden. Ich gebe da gerade viel zu viel Geld noch aus. Ja, ich brauche halt noch so ein paar Kleinigkeiten, aber ich will wirklich jetzt erstmal. Oh, so ein Tier auf meinem Bein. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Der Hauptpart, warum ich das Haus verlasse, ist, weil ich ein bisschen einkaufen gehen wollte. Ja. Und das mache ich jetzt.